Es ist Sommer und das bedeutet eines. Es ist Johanniskrautzeit. Ich pflücke jedes Jahr Johanniskraut und mache daraus Johanniskrautöl, das sogenannte Rotöl. Nach ein paar Wochen sieht es nämlich so aus. Verantwortlich dafür ist der Wirkstoff Hyperizin, der im Johanniskraut enthalten ist. Das Johanniskraut findet man typischerweise auf Wiesen und an Weg- und Waldesrändern. Doch wie erkennt man das echte Johanniskraut, das Hypericum perforatum? Es gibt drei Haupterkennungszeichen, die auch immer gern wieder zitiert werden. Es hat einen zweikantigen Stängel. Dann haben die Blätter kleine Öldrüsen. Wenn man die Blätter gegen das Licht hält, kann man die besonders gut erkennen. Man sieht so kleine weiße Pünktchen. Die Blätter sehen aus wie mit einer Nadel durchstochen. Wenn man die Blütenknospen zerreibt, tritt der typische rote Saft aus. Wohl eines der auffälligsten Erkennungsmerkmale. Nachdem ich mein Rotöl hergestellt habe, sehen meine Finger auch immer so aus. Aber beim Sammeln des Johanniskrauts gilt natürlich auch ganz besonders nur das Sammeln, was man selbst auch eindeutig bestimmen kann. Weiter sollte man nur an trockenen Tagen sammeln, nicht nach Regen und auch noch nicht, wenn die Kräuter von Tau bedeckt sind. Da wir die Kräuter hier frisch verwenden, ist es auch ganz wichtig, dass sie nicht zu nass sind. Denn sonst ist die Schimmelgefahr um einiges höher. Weiter sollte natürlich nicht direkt am Straßenrand oder an Orten gesammelt werden, an denen Kräuter leicht verunreinigt werden können. Und dann sollte man natürlich achtsam sammeln. Nur das nehmen, was man wirklich braucht und nur dort sammeln, wo man wirklich darf. Jetzt geht's dann schon an die Ölherstellung. Wie gesagt, verwende ich dafür das frische Johanniskraut. Und deswegen werde ich es nicht trocknen, aber ich lege es ein bisschen auf, damit es ein bisschen anwelken kann und die größte Feuchtigkeit aus dem Johanniskraut entweichen kann. Dafür lege ich es für 1-2 Stunden so auf und natürlich im Schatten. Übrigens, mein Johanniskrautöl verwende ich gern zum Einreiben, einfach um die Haut zu pflegen und auch bei leichten Verbrennungen oder bei Verspannungen. Während mein Johanniskraut dort liegt, zeige ich schon mal, was ich sonst so brauche. Als erstes natürlich ein Öl. Ich nehme für den Ölauszug immer Olivenöl. Das ist eigentlich mein Nummer 1 Öl für den Johanniskraut. Für das Johanniskrautöl. Andere nehmen vielleicht auch Mandelöl zum Beispiel oder Distelöl. Dann habe ich hier Schnaps, damit werde ich dann nochmal das Glas schön auswischen, damit es auch wirklich sauber ist. Bekommt man unter anderem auch in der Apotheke. Und dann hier ein ganz spezieller Trick, damit man die Schimmelgefahr noch weiter minimiert. Ich werde das Glas dann nämlich nicht mit dem Deckel verschließen, denn sonst kann die Feuchtigkeit aufsteigen, sich am Deckel sammeln und wieder zurücktropfen. Und dann kann natürlich Schimmel entstehen. Und deswegen werde ich das Glas mit einem Stück Küchenrolle verschließen, damit die Feuchtigkeit durch die Küchenrolle entweichen kann. Und jetzt geht's dann auch schon los. Zuerst reinige ich mein Glas mit Alkohol. Dafür nehme ich ein Stück Küchenrolle und hochprozentigen Alkohol. Ich habe hier Biokornschnaps, aber wie gesagt, man kann da auch in der Apotheke sich Alkohol besorgen. Und ja, das ist einfach wichtig, damit man hier so sauber wie möglich arbeitet. Ich habe hier ein altes Honigglas, das wurde natürlich gereinigt, aber das schadet nicht, das nochmal doppelt und dreifach zu reinigen, wenn hier gleich die frischen Kräuter und das Öl reinkommen. Fertig und jetzt geht es dann auch schon los mit dem Johanniskraut. Ich mache das so, dass ich immer Blüten, Knospen und die oberen Blätter abzupfe und die Knospen immer ein bisschen zerreibe und da sieht man schon, dass dann schön der rote Farbstoff austreten wird. Ich mache das Glas immer so zu, kommt drauf an, wie groß das Glas ist, ich würde sagen zu so einem Viertel voll. Und hier sieht man schon meine Finger, die haben sich relativ schnell rot gefärbt. Da sieht man dann auch, dass man es richtig gemacht hat. Und jetzt, wenn dann das Glas soweit voll ist, gieße ich es mit Olivenöl auf.
beim Aufgießen mit dem Öl unbedingt darauf achten, dass das Johanniskraut wirklich gut vom Öl bedeckt ist. Denn wie gesagt, dadurch, dass es hier frisches Kraut ist, ist natürlich die Schimmelgefahr größer. Das heißt, das Öl sollte auch das ganze Kraut wirklich gut bedecken. Und natürlich schwimmen da immer ein paar Blüten und Knospen oben auf, bis sich alles mit Öl vollgesogen hat. Und deswegen helfe ich da auch immer gerne ein bisschen nach und nehme einfach einen Löffel und drücke die immer wieder nach unten, bis sie alle gut vom Öl bedeckt sind. Und so sieht das dann aus. Und dann kann auch schon meine Papierhaube, beziehungsweise man kann natürlich auch eine Stoffhaube draus machen, wenn man möchte. Aber ich nehme dafür immer ein Stück Küchenrolle, das ich so rund zusammenschneide. Und ein Gummiringerl, wie wir in Österreich sagen. Und dann gebe ich das Ganze drüber über das Glas und schaue, dass dann schön fest verschlossen ist. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder man lässt das einfach so die erste Woche drauf, damit die Feuchtigkeit gut entweichen kann und gibt dann den Deckel drüber. Ich lasse meistens dann die ganze Ziehzeit einfach das Papier drüber und tausche es gar nicht durch den Deckel aus. Und ich lasse mein Öl meistens so 4 Wochen, minimum 4 Wochen ziehen. Meistens wahrscheinlich auch ein bisschen länger, weil ich es dann vergesse abzusehen. Aber ganz wichtig, es gibt ja immer die Diskussion, das Öl zum Ziehen in die Sonne stellen oder nicht. Viele sagen in die Sonne stellen. Ich stelle es nicht in die Sonne, weil es da auch Studien dazu gibt, dass das die Wirkstoffe schädigt. Und außerdem ist es nicht so gut, Öl natürlich auch in die Sonne zu stellen direkt. Weil das Öl da leichter oxidieren kann. Das heißt, es wird schneller ranzig. Nach einigen Wochen wird das Öl dann hoffentlich so wunderschön rot ausschauen. Und ich zeige jetzt noch eine Möglichkeit, wie man das Öl wirklich ganz, ganz schnell und einfach weiterverarbeiten kann. Und das ist so eine Schüttellotion. Ich finde die vor allem im Sommer ganz praktisch, nämlich nach dem Sonnenbaden, erst am Abend. Nicht davor auftragen. Und zwar mische ich hier 25 Gramm Johanniskrautöl mit 25 Gramm Rosenwasser. Wenn man das Rosenwasser noch extra konservieren möchte, dann würde ich Methylene-Glykol nehmen. Das nehme ich dafür eigentlich ganz gern. Ich würde ca. 1,5 Gramm dafür nehmen in dem Fall, bis 2 Gramm. Mache ich hier aber nicht, weil ich vorhabe, das relativ zügig zu verwenden. Und das heißt, ich gebe hier jetzt zuerst das Rosenwasser in meine Flasche und dann gebe ich das Öl dazu und dann wird man gleich sehen, dass sich Wasser und Öl natürlich strikt trennen. Das Öl schwimmt oben auf, denn es ist ja kein Emulgator dabei. Und dann später durch das Schütteln von Öl und Wasser, dann werden sie sich miteinander kurzzeitig vermischen. Und das kann man dann wunderbar auf die Haut auftragen. Am besten im Kühlschrank aufbewahren und dann ist es wirklich ganz erfrischend, ganz pflegend am Abend und wie gesagt zügig verwenden, wenn man es nicht konserviert. Hier sieht man ganz schön, wie sich eben Wasser und Öl trennen und dann noch natürlich den Pumper drauf. Vergesse ich jedes Mal, das rechtzeitig zuzuschneiden. Im Idealfall macht man das natürlich, bevor die Flasche voll ist, damit man es besser abmessen kann. Ist aber zum Glück hier auch gut gegangen. Jetzt gebe ich das noch drauf und dann zeige ich gleich die Flasche vor dem Verwenden immer ganz, ganz gut schütteln. Dann vermischt sich das, dann kann man das auf die Haut auftragen und dann hat man eine ganz herrliche, frische, leichte Pflege. Und ich sage deswegen auch am Abend nach dem Sonnenbad, weil das Johanniskraut phototoxisch wirken kann, das heißt, es kann die Haut leicht lichtempfindlich machen. Vor allem bei der Einnahme, aber ich bin da immer vorsichtig. Das heißt, vor dem Sonnenbad oder wenn ich rausgehe, gebe ich nie Rotöl auf die Haut, sondern immer erst am Abend, wenn ich danach nicht mehr in die Sonne gehe. Und ja, so einfach geht das Rezept. Ist wirklich super schnell gemacht und viel Spaß beim Nachmachen.